Und dann wäre es halt ideal, wenn man in dem Riesen. Ich habe ja was geschenkt gekriegt. Nicht beatmen. Auf dein Meisterwerk. Gesehen? Schon wieder leer. Da lässt das ja einschweben und es geht genauso leer wie jedes andere Bier. Ah, jetzt verzupft er sich. So ein Scheißdreck. Die Flaschen gehen leer. Was soll das? Da können sie doch so leuchten. Na, was heißt denn hier überreagieren? Das Bier ist leer. So ein Blödsinn. Ein leeres Bier. Ja, schon klar. Wir haben einen 50 Liter Kessel. Kann nicht mehr brauen. Nie, nie, nie. Jedes Mal das Gleiche. Ja. Ich wollte mich ja nicht verstreiten mit unserem lieben kleinen Bierosophen hier. Aber es ist immer das Gleiche. Es ist fast schon wieder leer. Tatsächlich, zum heutigen Tag schwirren noch ein paar geheime einzelne Flaschen durch die Kühlschränke der Bierosophen und können noch getrunken werden. Allerdings lässt sich das auf weniger als einer Hand abzählen. Trotzdem haben wir es natürlich reichlich verkostet vorab. Und davor haben wir es auch wunderschön abgefüllt und die Flaschengärung hat astrein funktioniert. Alles war wunderbar, das seht ihr aber jetzt gleich im Video. Und bei den Verkostungen kommt einfach raus, dass das ein Rezept ist, was ein Bier ist, was dem Bierosophen unglaublich gut schmeckt. Heißt nicht, dass es jedem schmeckt, am Ende ist auch Geschmackssache. Bis jetzt habe ich nur keinen gefunden, dem es nicht geschmeckt hätte. Aber ganz egal, wenn euch das alles gefällt, einfach abonnieren und ansonsten jetzt viel Spaß. Mit Romans Weizenböckle, Abfüllung und Verkostung. Jawohl, ein schöner Weizenbock für einen schönen Geburtstag. Was braucht man denn mehr? Mit 16,5% Plato standen für den Weizenbock alle Ampeln auf grün. Er sollte ein bisschen schwächer werden, das wurde er dadurch auch. Dadurch sollte er auch süffiger werden und noch ein bisschen trinkbarer. Und genau die Frage hat sich jetzt dann in diesem Moment in allen unseren Köpfen bewegt. Entspricht das denn den Erwartungen, was wir da abfüllen, wird es denn auch so werden, wie wir das wollen? Ja, trotz allem haben wir uns diesmal leichter getan. Wir hatten ja den einen Weizenbock schon fertig und auch fertig vergärt in der Flasche und wussten, wir wollten ein bisschen früher grün schlauchen. Das heißt, früher abfüllen, damit es nicht ganz so spritzig wird. Obwohl das beim Grünschlauchen natürlich immer so ein Problem ist. Man hat ja auch anderes zu tun, als nur Bier abzufüllen und der Zeitpunkt damit eigentlich nie ganz perfekt sein kann. Und dann wäre es halt ideal, wenn wir in dem riesen Ding sowas wie ein Whirlpool erzeugen könnten. Weil in der Fläche hast du in der Mitte die Hälfte Trub und der Rest ist glockenklar. Ja, das ist geil, das ist echt geil. Da haben wir ganz schön zugeschlagen, mein Lieber. Ja, ja, das Abfüllen verlief ansonsten stressfrei. Vielleicht noch eine Anmerkung, wir haben mal wieder die Gärung in der Flasche überwacht. Mit einem Tilt gab keinerlei Einsichten. Die Stammwürze fällt weiter, das Messergebnis wird immer weiter verfälscht durch die Kohlensäure. Man kann eh nichts machen, ist eh in der Flasche. Da bringen diese Druckmesser, die wir jetzt auch immer regelmäßig verwenden, viel mehr, die einem anzeigen, was für einen Druck man denn in der Flasche hat. Ja, vielleicht eine kleine Anekdote am Rande. Das Lied, das man im Hintergrund hört, das ist ein selbstgemachtes. Vor langer Zeit und eigentlich immer noch, aber nicht mehr so regelmäßig, habe ich in einer Band gespielt, mitgesungen, mit Posaune gespielt. Und dieses Lied, diese Schöpfung heißt Weizenbier. Und besser könnte es nicht dazu passen. Ja, witzigerweise, unsere Band heißt dann dazu noch Freibierlätschen. Und es wird mal wieder klar, was Bier für eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft doch spielt. Sogar musikalisch. Ja, bei der Wind ist so ein Zeug rausgekommen. Da. Ja, ist ja eine schwarze Pampe da. So, ich spüre ihn. Hätte jetzt auch irgendwie nicht erwartet. Ein Böckle. Das ist ja so niedlich. Der hört sich so bekömmlich an.
doch sein. Ja, wie man sieht, wir haben natürlich auch das Jungbier probiert. Keine Überraschungen, hat hervorragend geschmeckt. Und irgendwann ist dann das Apfeln vorbei und diese furchtbare Zeit des Wartens beginnt. Wir haben es aber geschafft, wir haben immer noch ein paar Weizen. Trotzdem ging es dann natürlich an die Verkostung, was umso schöner ist. Los. So wenig. Mach gar nichts. Scheiße. Oh, beschlagen. Sonnenschein. Dunkle Flaschen sind echt. Scheiße, das ist nichts für unser Ding. Insgesamt. Muss ich mal betrachten halt, ne? Das Ding ist normal. Wie macht das? Ich lösche dich. Aber. Geh in dich, genieße den Moment. Wirf keine Gläser an. Schalte, schalte. Passt rein. Wunderschön. Oh, der kämpft. Ah, der kämpft. Der kämpft natürlich. Der hat natürlich nicht diese. Jetzt warte. Ich bin jetzt, das ist. Ich glaube, ich habe bloß Lieblingsbiere. Ich glaube, da steht ein E davor, eigenes. Ja, ich weiß es nicht. Beim Weizen tut es mir schwer. Ich möchte ja nicht sagen, Plörre ist es nicht. Das sind alles gute Biere, aber ich finde da keinen Fall mehr dran an so einem gekauften Weizen. Das ist nett, aber es hat halt mit dem Urgedanken, wo ist das Leben, wo ist der Geschmack, wo ist der Körper, genau. Gut, ich fragen dürfen. Zum Wohl, lieber. Zum Wohl. Riecht super, aber nicht so dermaßen intensiv. Aber der ist mal, das, der ist tatsächlich noch, der ist süffig. Ist der süffig? Und Banane. Der im Vergleich zu diesem doppelten, also der ist ja auch doppelt gemeist, aber zu diesem ersten richtig fetten, der ist nichts Altbananiges, nichts Likör. Frisch, das ist einfach frisch. Wahnsinn. Frisch, wie frisch vom Fass. Oh, schwer kontrollierbar. Das ist bei mir der Schluckreflex aus. Da geht die Falle auf. Kennst du das, ja? Kannst du ein Verdrängen, dass es durchschießt? Ja, das habe ich von meinem Vater gemacht. In drei Zügen. Das ist kein Thema. Schönes Töpfchen. Also. Ja. Ich finde diese Literflaschen nicht so schlecht, gerade wenn wir sie in solche Gläser ausschütten. Aber diese Halbliterflaschen, die hatten natürlich beim Weizen schon, die hätte auch gut in eine Halbliterflasche passen. Dann hätte man so schön Weizengläser ausschütten können. Da kann man nicht viel hinzufügen. Man sucht sich ein schönes Plätzchen, macht ein richtig gutes Bier auf, genießt jeden Schluck einzeln und merkt eigentlich, man wird es ja auch schneller trinken, macht aber keinen Sinn bei so einem guten Bier. Das ist recht kontrovers. Man will es trinken, man will es nicht verschwenden und es ist auch stark genug, dass man es nicht schnell trinken kann und es macht auch keinen Sinn. Und es geht halt über dieses Gelegenheitsbier hinaus. Es ist was Besonderes, was man sich gönnt, auf was man sich freut. Und dann kommt noch das Sahnehäubchen dazu. Es ist selbstgemacht. Man schwebt förmlich auf Wolke 7.
trinkt? Auf sein 50 Jahre Bier. Hat er sehr gut gemacht. Das ist jetzt ein bisschen gesetzt, hat, mache ich es nochmal. Ich setze ein bisschen ja, mehr. Ein bisschen was kannst du mir auch machen. Genau ja, diese vorhin war das auch. Ja, das ist auch das, warum man das aus der Flasche nochmal reinschüttet. Okay. Wir können halt nicht alles reinkippen. Oh ja, 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 ja. Das schaut gut aus. Die löst sich ja dann auch. Ja, hier sind wir ein bisschen flöckig noch dabei. Ja, das gibt noch eine Süffigkeit. Ja, das ist nicht schlecht, im Gegenteil. Muss schon ein bisschen Anteil muss schon mit drin sein, sonst ist es nicht dieser... Es ist halt ein Hefe, ein Weißbier, ein Weizen. Das ist geil. Aber geschmacklich. Herrlich. Ich meine, dieses Bananige hat der auch. Der hat auch dieses Fruchtige. Aber halt nicht so brutal destilliert, sondern richtig fein. Hat ein ganz angenehmes Mundgefühl hinten raus. Bitterkeit null. Die Bitterkeit, glaube ich, entsteht großteils durch Alkohol. Ausschließlich. Es ist ein Körper dran, Josef. Es ist massiver Körper. Es ist ein Körper. Es ist ein Frucht. Früchte schmecke ich da. Banane, Apfel, alles Mögliche, aber halt nichts Zitrusartiges. Nichts Zitrusartiges. Alles. Noch nicht. Alles. Dumpfe Aromen würde ich sagen, das ist nicht dumpf, das ist halt das ist eine gewisse Art von Frucht. Ja, wann kriegt man denn so ein Bananenbier? No. Jetzt nimm mal, das ist genau das, was ich vorhin gemeint habe, nimm mal ein super Weißbier, das du kaufen kannst. Schützt in eine Flasche und dann such nach diesem Bananengeschmack. Nicht so intensiv, du hast Bananen oben mit diese dabei. Diese Fruchtigkeit und diese Fülle, das klebt mir jetzt noch am Gaumen, ich schmeck das jetzt noch. Ne? Aber das ist das Problem von den Gekauften, dass diese Aromen zwar da sind, aber in keinster Weise so intensiv sind. Es ist halt auch eine Geldverschwendung, so wie man das in Anführungszeichen. Ja, klar. Ja. Ich meine, die Menschheit sucht halt auch Biere zum schnell und genehm trinken, die jedem genehm sind. Die meisten Hersteller suchen aber auch Biere, die sie billig herstellen können, also so fängt es mir an aufzuhören. Das passiert natürlich. Ich glaube, es gibt auch noch genug Brauereien, die nicht unbedingt auf den Profit ausschließlich abziehen, aber natürlich haben das alle im Hinterkopf. Klar. Vor allem, wenn du eine Biermarke etabliert hast, dann fängst du an zu sparen. Im Becks, im Ettinger, scheißegal, ich will die Marke gar nicht in Schatten stellen. Gehören sie aber. Bring mal einen Prozess hin, mit dem du in 4 Tagen ein Bier trinkfertig hinkriegst, was du als Bier bezeichnen kannst. Das kann man als Bier bezeichnen. Nein. Bist du strikt dagegen? Nein, das ist kein Bier, Josef. Das ist Fruchtwasser mit Zucker und Kohlensäure. Pfui. Und Hefe drauf losgelassen. Ach, pfui Teufel, nee, hier war Hefe wahrscheinlich. Hefe. In einem Tag das Zeug zu frisst, dass es sich sie nennt. Ach, pfui Teufel. Das ist kein Bier. Das ist genau der Punkt. Also, es kann kein Bier in 4 Tagen sich Bier nennen. Das ist kein Bier. Na, vor allem der Punkt ist, jetzt reden wir von Ungeduld. Von Geduld reden wir. Wie soll das reifen in 4 Tagen? Ja, wann denn? Das reift nicht. Der Prozess wurde wahrscheinlich nur erfunden, um draufschreiben zu können nach dem Reinheitsgebot. Weil ansonsten wären wir schon lange dazu übergangen, die Grundrohstoffe, also das heißt die Grundaromen produzieren zu lassen und alles wirklich nur zusammenzuschütten. Wie man es beim Sprudel auch macht. Ja, eine interessante Diskussion. Das ist natürlich fraglich, wie ein Bier in 4 Tagen entstehen kann, nach dem traditionellen Prozess, bei dem eben die Hefe eine Zeit braucht und der Reifeprozess vor allem eine ganze Zeit braucht, ob in der Flasche oder im Fass oder sonst wo. Aber das sei mal dahingestellt. Am Ende zählt auch das, was den Leuten schmeckt und was man gern trinkt, auch ganz persönlich. Naja, aber ganz egal. Ich hatte die Ehre, mit dem Geburtstagskind selber eine der letzten Flaschen zu trinken. An einem wunderbaren Platz auf einem kleinen Berg, nennt man Hügel, mit einer wunderbaren Aussicht, Kuhglocken im Hintergrund, kühn, in einer wahren Romantik und einem Zustand, in dem die Flasche noch etwas gereifter war. Mehr auch nicht. Wahnsinn.
tropfen wahrscheinlich so die Tautropfen. Oh. Oh. Nicht mehr normal. Hui. Ja, mal wieder nichts für Hudelei, auch wenn jetzt der Zeitraffer läuft, so schnell halt es nicht eingeschenkt, schon alleine aus Respekt vor diesem tollen Bier. Und ich wollte auch möglichst die Schaumkrone genauso hinbekommen, dass wir beide ein gleich schönes Glas haben, das wir auf gleiche Art und Weise genießen können. Um alles, was man an so einem Moment finden kann, sei es die Aussicht, die Alpen im Hintergrund, sei es die Atmosphäre, die einen einfach beruhigt, sei es das Bier, das wunderbar schmeckt, alles das wunderbar genießen kann. So ein Moment ist nahezu unersetzbar und wie gesagt, dann noch das i-Tüpfelchen, selbstgemacht, ein wahrer Traum. Auf dein Meisterwerk. Auf unser Meisterwerk. Ja. Herrlich bierosophisch. Der ist noch besser als in meiner Erinnerung. Ah. Müssen wir nochmal doppelt einmeißen, das hilft nichts. Die Süffigkeit da, da ist die Spritzigkeit, da Flüssigkeit, da ist Fruchtigkeit. Drum ist er so gefährlich. Man will ständig trinken. Ja, genau. Also den bananigen Geruch hat der andere intensiver gehabt, aber das hat der auch. Aber der schmeckt insgesamt fruchtiger und riecht auch fruchtiger, nicht nur nach Banane. Da ist Mango dabei. Nicht, also nicht viel. Nein. Nicht viel. Ja, wann haben wir den abgefüllt? Weit vorm Geburtstag. Vor steht drauf. Ja. Braut haben wir am 10.3. abgefüllt 4-5 Tage später dann nochmal. Mitte März? Also 3 Monate, gut, da ist. Das verdickte Stöffli. Von deinem Brauttag eben. Und da habe ich dann gesehen, der war mal Oberkante, was der Braumeister kann beim Hopfenkoch. Da ist so viel rausgestanden von der Spindel. Das waren beim Hopfenkochen über 60 Liter noch. Von deinem jetzt. Ja, weil wir nachgeläutert sind ohne Ende. Ohne Ende. Oder? Ja, ohne Ende. Ja, ja. Ohne Ende. Und das war auch richtig so. Also den könnte man jetzt auch zwischen 15 und 16 ganz hervorragend vorstellen. Der muss jetzt eine 16,5 haben. Der hat jetzt 16,5. Da ist auch noch Süße da. Das ist jetzt kein Getränk für den Durst und nein, das ist für ein philosophisches Genussgetränk. Da will ich nicht 6 Stück trinken. Ja, ein wunderbarer Moment. Auch ein wunderbarer Moment, um mit diesem Bier gewissermaßen abzuschließen. Im Positiven bedeutet, wir müssen nochmal doppelt einmeischen und nochmal versuchen, das nochmal in dieser Qualität genauso gut doppelt gemeischt hinzubekommen. Steht völlig außer Frage. Sehr gelungen. Zweimal hintereinander. Hat den Geschmack von jedem Bierosophen getroffen. Und in so einer kleinen Hobbybraugruppe kann man sich wahrscheinlich nichts Schöneres vorstellen, als immer wieder gemeinsam so ein geiles Bier zu trinken und sich drüber zu freuen. Das ist einfach Wahnsinn.
10 Minuten. Ne? Völliges Silenzium, Sirena, zack. Wo ist der Leder? Ich muss jetzt zulogen, ich habe ja vielleicht ein Geschenk gekriegt. Nicht mehr atmen, es ist der Stunde der Wahrheit. Der Peter ist alt. Ja, muss ich halt nicht. Ja, ist schon schön, wer nicht kommt zur rechten Zeit, gell? Ja, aber eilen, aber eilen. Pannenstellen, ja, leck mich, also fahrentechnisch. Haben wir noch Gläser? Wenn ich da alles aufschreibst. Ja, was hat man da denken bei dem Pringel? So lange wär's noch weit her. Was? Da der Flasche füllt drin, das Problem habe ich. Nein, ich weiß noch, aber das ist ein aber dann? Kameraden und Karantinnen? Wo ist der Wolfgang Baum? Der liegt schon wieder fett im Glastuch. Ich habe ihn jetzt selber das Wochenende nicht aufgemacht, da haben wir ihn nicht mehr.